So, und damit wieder willkommen zurück hier zu Let's Play Until Dawn. So, wir wollen jetzt hier mal mit der Seilbahn endlich nach oben fahren. Kommen wir da rein? Genau, hier kommt X drücken. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Muss echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Meinst du? Ja. Okay, ich glaube, hier können wir nicht viel mehr tun. Dann schauen wir noch mal da drüben. Hey, da werden wir es doch bestimmt irgendwie bedienen können. Ach. Was haben wir da? Wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, können wir das jetzt hier vielleicht. Genau. Ihnen gehört bloß ein Werk. Na komm, ich habe mir das auch eben gerade erst angeguckt. Jetzt markiert das auf einmal. Ja. Okay. So, haben wir uns schon angeschaut. Brauchen wir nicht mehr. Was haben wir da jetzt noch? Überwachungskamera ist jetzt auch nicht so der Bringer. Okay, und hier sonst noch? Hier wird es ja wohl irgendwas geben. Können wir hier noch irgendwas machen damit? Nö, offenbar nicht. Na gut. Aber wir müssen ja irgendwie. Endlich, kommst du? Ja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber. Okay. Na dann, fahren wir. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat. Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Jazz, Mikes neue Freundin, selbstsicher, gutgläubig, respektlos. Und so sieht die irgendwie auch aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen.
Alles, alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Beharren. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie. Prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich hab dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier auf, sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex, intelligent, einfallsreich, überzeugend. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Matt, Emilys neuer Freund, motiviert, ehrgeizig und sportlich. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Das sind wir. Offensichtlich. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine. So, und wenn es ganz klischeehaft ist, dann stirbt er als erstes. Mhm. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Bestimmt nicht mehr eine normale Party. Ich meine, was glaubst du? Scheiße! Mike, Emilys Ex, intelligent, engagiert, überzeugend. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte hier fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Oh Mist! Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann nicht warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Nö. Em, ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel. Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Em, ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später.
Ashley ist verknallt in Chris, fleißig, neugierig und offen. Wow, ja. Hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Offensichtlich nicht. Oh Gott! Oh Gott! Hey, wow. Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Matt? Ja, also ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Es ist kaputt. Ja, hier, komm, guck's dir an. Klar, wenn du willst, zieh's dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Zu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörder. Aufs Handy schauen, Buch lesen. Ach komm, so wie du ausschaust, nimmst lieber das Handy in die Hand. Oh, das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Komm, Schneeball. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Du und... Au! Klasse. Das ist ein bisschen, das weißt du. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Wow! Oh, hey! Hallo, komm schon. Hey, Mike. Shakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Schon gut. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Aber wer weiß, was wir damit aus... Oh, obwohl... Komm, was lösen wir damit aus? Oh nein! Verdammt, Jess. Was soll das denn? Ich weiß. Nein, armer Vogel, armes kleines Piepmätzchen. Oh, echt, der Jess? Das war doch keine Absicht! Oh mein Gott! Michael? Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Komm, Schneeball. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten. Bis später. Hast du das gehört? Ja, irgendwie. Hä? Was soll das denn jetzt? Wow! Oh mein Gott! Das war... Scheiße, knapp. Das hätte uns fast erschlagen. Ja, ich meine... Wow, hättest du uns nicht weggezogen? Tot. Los, verschwinden wir hier. Ja.
Das hätte das Vögelchen also ausgelöst. Theoretisch. Warum man es gerade ins Menü geschmissen hat, verstehe ich nicht. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Ich glaube, in unserer letzten Sitzung warst du nicht vollkommen ehrlich zu mir. Ich bin ein Experte mit jahrelanger Erfahrung. Glaub ja nicht! Du könntest mich täuschen. Entspann dich mal. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Ja, mich macht niemand nervös. Wer soll mich denn nervös machen? Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Ja, keiner von beiden. Ich nehme jetzt einfach mal Männer. Gedränge. Ich finde Menschenansammlung super unangenehm, muss ich sagen. Was haben wir da? Höhen. Betrinken. Ich hasse Schwimmen. So. Schlangen machen wir morgens, Ratten machen wir. Puh. Meine Ratten übertragen Krankheiten und Schlangen, entweder würgen die dich oder beißen dich halt tot mit Gift. Ich würde aber insgesamt, glaube ich, eher zu Ratten tendieren. Ich finde beides jetzt nicht allzu doll, aber naja. So. Ich finde Messer schlimmer als Schusswaffen, bin ich ganz ehrlich. Hopp. Was haben wir da? Kakerlaken oder Ratten? Ja, was heißt Angst, ne? Also. Nehmen wir wieder Ratten. So. Clowns. Vogelscheuchen. Was haben wir da? Blut ekelt mich an. Krähen sind... Puh. Ja, wenn, dann nehmen wir das Blut. Ha. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Ich muss ja noch sagen, warum. So, Spinnen sind eklig. Zack. Komm, weiter. Was haben wir da jetzt noch? Ich finde, es trifft halt beides nicht zu. Komm, dann nehmen wir halt wieder das Blut. Weiter. Komm, Blätter. Zombies machen wir Angst. Komm, ich bleib bei den Vogelscheuchen. So. Zack. Angst vor Wölfen. Ja, bei Wölfen ist halt wieder schwierig, ne? Also wenn er... Na, nehmen wir wieder das Blut. Also Wölfe, glaube ich, eher... Ich glaube, die greifen auch eher keine Menschen an. Deswegen... Blut ekelt mich. Stürme machen mir keine Angst. Nö. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Spinnen, Vogelscheuchen und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ich glaube, anhand dessen wird das Spiel uns verschiedene Dinge servieren.
Ja. Dafür machen wir das hier. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Es leckt ein wenig, hä? Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ja, das denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, steigt hier oben bald die Party, oder was? Klar, Mann. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur Nein, das... Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, dieses blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Mal voran, Kumpel. Hey, Chris. Seltsam. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg, wieder hier oben zu sein, ha? Ja. Okay, jetzt können wir uns frei bewegen, ja? Gut, dann würde ich sagen, wir suchen uns einen Weg nach drinnen, aber das werden wir dann erst morgen in der nächsten Folge machen. Wir sind für heute erstmal wieder durch. Ich bedanke mich dann erstmal wie immer fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.